Beeindruckendes Shooting, mich kann nichts mehr beeindrucken. Mein beeindruckendstes Shooting, ich glaube, da kann ich nicht auswählen. Waren es 4 amerikanische Präsidenten, waren es 2 Päpste, war es Gorbatschow, war es Brezhnev, war es fast alle unsere Kanzler, unsere deutschen Kanzler, waren es fast alle unsere Bundespräsidenten, waren es Rockstars, Popgrößen. Beeindruckend war eigentlich jedes Shooting, weil ich kam den Menschen sehr, sehr nah während dieser Zeit und von daher bin ich auch fest der Überzeugung, dass es keine Arroganz ist, wenn ich sage, ja, ich war oder beziehungsweise ich bin privilegiert, dass ich so nah an Menschen herankommen kann, wo ja doch der Großteil der Bevölkerung nicht die Möglichkeit hat, eine solche Nähe zu erleben. Und das war für mich immer das Beeindruckendste. Und das ist jedes Mal aufs Neue. Sehr beeindruckt hat mich mal vor Jahren ein Porsche-Job, wo ich innerhalb von einer Woche erst in Namibia und danach auf Island war. Unterschiedlicher kann eine Reise nicht sein. Aber ganz oben auf meiner Liste steht ein Filmdreh für Mercedes-Maybach in Chile in der Atacama-Wüste. Wir haben in einem Salzsee auf 4300 Meter Höhe gedreht. Die Landschaft war bombastisch. Allerdings war es gleichermaßen beeindruckend wie anstrengend. Das sind dann so Momente, wo ich am Set stehe und denke, geil, die haben mich nach Chile geschickt, um einen Film zu drehen. Verrückt. Ich habe eigentlich keine singulären Shootings. Ich begreife das oft als eine sehr produktive Fotografierphase zum Beispiel. Und deswegen, und da würden mir natürlich ganz viele beeindruckende Momente einfallen, die ich mit der Leica erlebt habe. Also sei es in den Schwimmbädern in Island, in Ungarn oder in Japan. Also gerade in Japan ist natürlich auch beeindruckend, dass die Leute dort einen ja selten angucken in der U-Bahn. Also man ist ja so ein bisschen Luft, aber irgendwie die Leica hat viele Blicke angezogen, viele scheue Blicke. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil das auch ein kulturelles Ding ist. Shootings, in dem Sinne habe ich ja weniger als Streetfotograf. Ich fotografiere ja mehr Alltagssituationen und ich hatte mal eine Alltagssituation vor einigen Jahren in Hamburg und da ging ich Richtung Hafen City. Und das war super schönes Wetter, blauer Himmel, die Sonne schien und ja, und da stand eine junge Frau an einem Verteilerhäuschen. Die hatte langes, lockiges Haar, einen langen Mantel auch an und eine Umhängetasche um, die sie mit dem unteren Arm geklemmt hatte und die leicht nach hinten verschoben war. Und dieser Schattenwurf von ihr an der weißen Wand von dem Verteilerhäuschen sah aus wie ein Engel. Und ich dachte, wow, das ist ja toll. Und witzigerweise war dann noch über ihrem Kopf ein Kringel gemalt von einem bekannten Hamburger Street-Artisten. Der malte an allen Wänden in Hamburg immer Kringel. Und dieser Kringel mit diesem Schattenwurf sah dann aus wie ein Engel mit einem Heiligenschein. Ja, und ich machte dann 2, 3 Fotos und diese Frau drehte sich dann um und kam auf mich zu. Wir kamen dann super nett ins Gespräch und ja, und das Happy End dieser Geschichte ist, dass wir dann nach 3 Jahren heirateten. Ja, ich würde sagen, das war meine große Porträtarbeit über den Papst Johannes Paul II. Und in dem Zusammenhang konnte ich in meiner Lebenszeit sogar seine Heiligsprechung fotografieren. Ich habe sozusagen einen Heiligen in meinem Archiv und zu dieser Heiligsprechung sind Millionen von Menschen nach Rom gekommen. Also der Petersplatz war so gefüllt und alle Straßen, die sternförmig vom Petersplatz weggehen, waren voll. Und diese Millionen Menschen und das Thema Heiligsprechung umzusetzen, war wirklich ein großes Shooting.
Mein eindrucksvollstes Shooting war mit Dirk Nowitzki. Es war damals im Dezember, jetzt erst 2019. Ich habe gewusst, ich habe ein paar Minütchen Zeit, um mit Dirk zu fotografieren. Und man stellt sich immer vor, man hat irgendwie so 10 Minuten Zeit zu fotografieren. Aber natürlich hat man am Ende so 60 Sekunden. Man bereitet sich viel darauf vor, man macht sich Gedanken, man überlegt, man freut sich, mit so einem Ausnahmesportler zu fotografieren, von denen es vermutlich irgendwie in unserer Generation oder in der aktuellen Generation so eine Handvoll von Menschen gibt. Und man freut sich ewig darauf hin und es ist echt so schnell dann wieder vorbei. Aber es ist einfach Wahnsinn, wenn sowas dann irgendwie klappt und die Bilder danach gut sind und man sich einfach freut, so ein gutes, eine gute Minute gehabt zu haben. Dann eigentlich ganz, ganz geil und großartig. Das fand ich schon, das war schon beeindruckend.